Howdy Leute, so ganz kurz was Organisatorisches und dann gehen wir auch direkt zu Benji, der hat heute was Schönes dabei. Es hat geklappt, ich bin im YouTube-Partnerprogramm aufgenommen worden, da kam, ich glaube vorgestern oder sowas kam die Nachricht. Auf jeden Fall nochmal ganz, ganz fettes Dankeschön dafür Leute, der Support war mega, seit ich angefangen habe mit YouTube und ja, ab jetzt wird halt Werbung, glaube ich, geschalten in den Videos. Wäre cool, wenn ihr sie durchlaufen lasst. Dafür gibt es dann natürlich einen kleinen Obolus. Das ist jetzt nicht viel, da kommen ein paar Euros zusammen im Jahr. Das werde ich dann eh dafür nehmen, irgendwie für neue Hardware oder sonstiges. Ich werde jetzt aber auch nicht so einen Quatsch erzählen, wie manche das machen. Wenn ihr das nicht macht, dann kann ich diesen Content nicht mehr bringen. Natürlich kann ich den auch bringen, wenn ihr das nicht durchlaufen lasst. Es wäre auf jeden Fall trotzdem cool, wenn ihr es macht. So, das vorab. Dann möchte ich ein paar Embleme verlosen. Ich habe noch so zwei, drei Embleme. Die wollte ich auch eigentlich schon immer bei YouTube verlosen, aber es ist halt schwierig wegen den Kommentaren, weil ich weiß ja nicht, wer so, die können mich halt nicht anschreiben. Deswegen habe ich einen Twitter-Account erstellt. Es wäre cool, wenn ihr mir da folgt. Ich werde dann da einen Post machen mit den Emblemen und dann könnt ihr da einfach drunter kommentieren und dann kann ich da anhand der Leute, die kommentieren, dann auch eine Raffle starten. Ja, das dazu, der Twitter-Account heißt einfach wie hier bei YouTube auch, nur ein Y und ein T noch hinten dran in groß für YouTube, weil Miff Tucker war schon weg. Wer auch immer das war, fuck you. So, und ja, gucken wir auf jeden Fall mal ganz kurz uns den Offiziersrevolver an. So, der gute Benji hat einen Offiziersrevolver, wie gesagt, und zwar mit Zeitladung. Viele wollen das immer haben. Das war mal zu seiner Zeit der Überlader Champion Killer, weil ihr braucht halt mit Zeitladung nur zwei Schuss. Das heißt, ihr schießt, die Zeitladung explodiert, triggert quasi nochmal einen zusätzlichen Hit und dann müsst ihr nur noch einmal schießen und dann ist er schon gestunt. Damit könnt ihr den auch quasi im Stunlock halten, sehr gut. Ansonsten müsst ihr halt dreimal schießen, wenn dann Überlader wieder für Handcannons da ist. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt ist jetzt auch nicht so schlecht. Und ein waldmündiger Magazinschacht dazu und ein verlängerter Lauf und ein Stabi Meisterberg ist eigentlich ein dezenter Roll. Geht auf jeden Fall besser, geht aber auch um einiges schlechter, aber Zeitladung ist ein sehr, sehr geiler Perk. Also geht gerne zu Benji, holt euch den, wenn ihr noch keinen habt. Und ja, in dem Sinne wünsche ich euch wieder viel Spaß, guten Loot und bis zum nächsten Mal. Ciao!